Was bewegt dich persönlich bei XR mitzumachen? Wie bist du dazu gekommen? Persönlich bewegt mich das, ich habe mich schon länger mit der Trennung von Natur oder die Beziehung und Trennung zwischen Natur und Mensch auseinandergesetzt, persönlich akademisch, habe dazu studiert, Politikwissenschaften und Soziologie mit Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit und setze mich halt da mit unterschiedlichen Sachen auseinander, also unterschiedlichen Strategien und Möglichkeiten, diese Trennung, die es seit, ja, 300, 400 Jahren in der westlichen Kultur gibt und die immer weiter sich manifestiert in der Art und Weise, wie wir leben, wie unsere Städte konzipiert sind, wie wir miteinander umgehen. Genau, und persönlich zu XA ist der Bezug erst über Freunde entstanden, die sich am Anfang des Jahres hier so mit die ersten waren, die Extinction Rebellion in Deutschland aufgebaut haben. Und ich war noch persönlich habe eine Recherche gemacht in Brasilien und bin dann jetzt im Sommer zurückgekommen und war so ein bisschen so, okay, wie setze ich mich jetzt weiter ein? Ich war schon vorher auch im klimaaktivistischen Kontext aktiv, bei Ende Gelände oder auch im Hambacher Forst und habe eigentlich immer viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, vor allem im Hambacher Forst. Genau, und bin dann jetzt so dahin gekommen. Ja. Über Freunde halt auch, aber auch einfach zu sehen, okay, es ist einfach eine rapid wachsende Bewegung, eine mit großem Potenzial, auch nicht mit wenig Konfliktpotenzial, was ich ganz klar sagen muss, das ist ein Teil dieser großen Sammelbewegung. Aber dass da einfach gerade so ein Momentum entsteht, wo Leute versuchen, sich da irgendwie zu formieren und da Druck auszuüben. Und was mich dann persönlich dabei, so als ich bei den ersten Treffen war, sehr gereizt hat, dass es eben noch nicht so etabliert ist, man schnell in Sachen reinkommt. Also es gibt nicht diese sehr etablierten Strukturen. Und man kann wirklich mit seinem eigenen Know-how, mit seinem eigenen Wissen und auch Motivation wirklich Sachen dort bewegen. Und ein anderer Aspekt war, dass ich in diesem ersten Treffen, ich kam rein und es waren wirklich unterschiedliche Menschen da. Also natürlich geht es immer noch diverser und verschiedener, aber verglichen zu anderen Bewegungen war man halt nicht irgendwie, tritt man nicht irgendwie vor sein eigenes Spiegelbild, sondern es waren wirklich alterstechnisch verschiedene Leute da. Es waren Leute mit studentischem Hintergrund, aber auch ja, eine 35-jährige Hebamme, der 45-jährige Steuerberater. Und als ich das so ein bisschen verstanden habe, wie die dann gesagt haben, so ja, ich bin bereit, hier wirklich auch für irgendwie 2 Monate freizunehmen, da habe ich verstanden, okay, was eigentlich da schon an Mobilisierungspotenzial besteht. Hast du eine Idee, wie XA das schafft, diese Offenheit hinzubekommen? Ich frage mich selber oft. Ich glaube, es ist eine Mischung aus ja, einfach langer Erprobung von auch diesen Techniken, die sind ja sehr aus dem klimaaktivistischen Kontext. Also diese Taktiken sind schon ausgereift. Das heißt, man kommt da nicht einfach mit einer komplett neuen Taktik, wenn es jetzt um sowas geht wie irgendwie Straßenblockaden und da irgendwie auch die ganzen Bezugsgruppenstrukturen, dass das sehr direkt demokratisch wirkt und dadurch einen starken Einbezug von Leuten hat, die nicht einfach nur kommen und irgendwie von der Bühne applaudieren und das ganz schön finden und dann nach Hause gehen, sondern sich wirklich da innerhalb den Strukturen dynamisch bewegen können. Und ich glaube, und das ist natürlich auch ein großer Teil der Debatte momentan um Extinction Rebellion, dass sie nicht explizit nur linke Diskurse anfahren. Und das sind natürlich auch Kritikpunkte, weil sie sich nicht klar abgrenzen, nicht klar zur Mitte hin sich abgrenzen wollen. Und da versuchen eher offen zu bleiben. Und ich glaube, das ist einfach was momentan Leute anzieht und dass da eben nicht von Anfang an solche Barrieren, Diskursbarrieren geschaffen werden, dass man da reingeht und sagt so, okay, ich muss genau wissen, was Antirassismus ist, was Antisexismus ist, was LGBTQ-Regelungen sind oder was diese ganze Kultur damit zu tun hat. Wo ich persönlich ich komme da ein bisschen aus einer anderen Richtung, auch mit Probleme habe. Es muss unglaublich viel Sensibilisierungsarbeit geleistet werden, auch innerhalb den Strukturen noch. Und das ist schwierig auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Man fühlt sich dann nah an der Realität in einer eigenartigen Art und Weise. Man muss halt sich mit diesen Leuten auseinandersetzen, anstatt sich irgendwie in seine eigene Blase ein wenig zurückzuziehen.
Und wie findet diese Auseinandersetzung statt? Es ist ja erstmal nicht vorgegeben, sagst du, im Rahmen und in den eigenen Haltungen, aber findet das dann im Persönlichen statt oder woher kommt es denn? Ja, also es ist natürlich viel zwischenmenschlich. Also das heißt, man merkt doch dann so, wer irgendwie vielleicht aus einem. Es sind auch viele Leute bei, die vorher nicht aktivistisch unterwegs waren oder aktiv waren. Und das ist natürlich so, man merkt dann so, okay, welche Leute sind vielleicht für solche Themen schon sensibilisiert. Man tauscht sich natürlich aus und versucht dann natürlich dann auch irgendwie, wenn es jetzt in Untergruppen ist oder einfach Arbeitsgruppen, da versuchen natürlich seine Position durchzubringen und das immer wieder anzusprechen. Ich glaube, das ist super wichtig. Und dann kommt auch langsam das Verständnis bei Leuten, okay, was heißt das wirklich so? Warum fühlen sich vielleicht bestimmte Leute ausgeschlossen, wenn immer nur, wenn ein zu starker Anteil von Männern immer in den Aktionslogistiken sitzen? Da werden natürlich Sachen angesprochen, aber es ist schwierig und es bleibt schwierig. Aber ich bin da eigentlich relativ guter Dinge, sodass das, ja, da der Diskurs stattfindet und der Dialog. Und es ist immer noch eine junge Bewegung. Und dass solche Sachen passieren, ist eine Sache, dass die dann offen öffentlich gemacht werden, ist unglaublich wichtig und dass dann darüber debattiert wird. Ich glaube, das ist eigentlich so, ich finde, eine sehr demokratische und öffentliche und transparente Art und Weise, damit umzugehen. Wie würdest du in deinen Worten die Strategie und die Ziele von XR beschreiben? Also die Strategie ist ja sehr klar umrissen erstmal. Der friedliche zivile Ungehorsam, was ein verfassungsrechtliches Grundsatz ist, also eine Art und Weise, sich auch als Bürger einer Demokratie zu einem gewissen Grad Gesetze zu brechen, wenn sie eben friedlich dabei bleiben. Also das heißt, wir reden von Blockieren von Brücken und wirklich außerhalb des Versammlungsrechts, technisch zu agieren, sage ich jetzt mal. Und dadurch halt eine Taktik des Innehaltens, eigentlich für mich ist das sowas. So, das heißt, wir bringen irgendwie diese ganze Maschinerie der Gesellschaft ein wenig zum Stillstand, zu einem gewissen Grad auch zum Beispiel verkehrstechnisch zu einem Kollaps. Leute müssen stehen bleiben, setzen sich dann, sind dann auf einmal in so einer Haltung, so, okay, ich muss jetzt hier sein, ich muss jetzt warten, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen, hören das natürlich. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Teil dann von uns, da irgendwie mit diesen Leuten zu interagieren und sagen so, okay, du stehst hier nicht nur rum, weil wir irgendwie, keine Ahnung, nicht arbeiten wollen oder sonst was, sondern es ist ein Notfall, so, wir müssen agieren und wir müssen kurz innehalten und überlegen, okay, was machen wir eigentlich? Weil worum es geht, ist, dass diese Lebensgrundlage und diese Lebensverhältnisse, die wir hier leben, dieses sehr schnelle, sehr individualisierte Leben, was damit ja unterbrochen werden soll, ist zerstörerisch. Und das wissen wir nicht nur erst seit gestern, das zeichnet sich ja über Generationen ab und immer wieder gab es ja dran Kritik. Und da ordnet sich ja auch Extinction Rebellion ganz klar ein in diese Tradition von Bürgerbewegung, aktivistischen Bewegung, die eben genau diese Art und Weise der Ungehorsam nutzen. Und die Ziele sind dann da, also es gibt drei klare Ziele, diese öffentliche Wahrheitskampagne, also Tell the Truth, sagt die Wahrheit über, wir wissen, wie ernst die Lage ist, aber der öffentliche Diskurs hat sich daran nicht angepasst. Es wird immer noch über Klimawandel geredet, es geht nicht um die Klimakrise, es geht nicht um den Kollaps ganzer Ökosysteme, es geht nicht um wirklich das Auftreten von starken Dürreperioden, von Wasserknappheit, auch in mitteleuropäischen und in den sozusagen der nördlichen Hemisphäre, wo die reichen Industriestaaten sind. Und diese Kampagne einfach voranzubringen. Dann die zweite Forderung ist, jetzt zu handeln, das heißt fossilfrei und kohlenstoffneutral, eine kohlenstoffneutrale Wirtschaft und Gesellschaft aufzubauen bis 2025, was natürlich eine sehr drastische Einschnitt und drastische Forderung ist, aber nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern sozusagen fundiert in den jetzigen Klimaforschung ist. Da sind natürlich auch Unterschiede, aber wir orientieren uns da wirklich an den aktuellsten Forschungen, die von einem nicht mehr linearen Klimawandel ausgehen. Das heißt, wir sind schon fast an Kipppunktelementen, wo es halt nicht zurückkommt und jetzt noch Sachen zurückzuschrauben ist,
erfordert diese Maßnahme. Und die dritte Forderung halt die BürgerInnenversammlung, die als demokratisches Korrektiv, und das ist ganz wichtig, nicht als Ersatz gilt, sondern als Korrektiv für den jetzigen parlamentarischen Prozess, um solche Lösungen auszuarbeiten. Ja. Die drei Forderungen, so wie ich sie verstehe, richten sich mal auch an die Regierung. Die Regierung soll das öffentlich machen. Die Regierung soll den Klimanotstand ausrufen, die Regierung soll die Emissionen senken und diese Regierung soll auch die Bürgerinnenversammlung einberufen und nachher das umsetzen. Was ist für eine Vorstellung von welcher Strategie und welche Vorstellung von Wandel steckt dahinter, woher eine sozial-ökologische Transformation kommen soll? Also klar gibt es eine ganz starke Adressierung an die Regierung, weil ich glaube, wir haben demokratische Systeme, die sehr stark sind und die auch sehr effektiv sein können, aber die momentan nicht effektiv agieren in Bezug auf diese Klimakrise, aus verschiedenen Faktoren, eben weil diese ganze unsere Art und Weise der modernen Lebensstil sehr verbunden ist mit einem starken Wachstumsgedanken und immer einer größeren Zugriff auf Natur und natürliche Ressourcen. Deswegen muss da so ein bisschen dieser kulturelle Wandel stattfinden in den Köpfen, auch in der Art und Weise, wie wir reden, was wir für Lösungsansätze überhaupt ausarbeiten. Sind das nur technische Fixierungspunkte, also Adaption, oder ist es wirklich ein grundlegender Wandel von Lebensweisen? Und ich glaube, der kann sich längerfristig nur gestalten, wenn er aus meiner persönlichen Perspektive, da kann eine Bewegung eine Initialzündung sein und den gesellschaftlichen die Aufmerksamkeit dafür bringen. Aber ich glaube, die Strategie ist sowas, das muss natürlich über Institutionen, also in meiner Sicht über Institutionen abgesichert werden. Das heißt, dass eine gesellschaftliche Stimmung die muss natürlich über Jahre hinweg aufrechterhalten werden. Und die dann durch bildungstechnische oder Bildungsmaßnahmen, durch auch kulturelle Maßnahmen aufarbeitet wird und da sozusagen so ein Umdenken stattfinden muss. Und ich glaube, dass sich das da so sehr stark an die Regierung adressiert hat, den Grund, dass das natürlich die demokratisch legitimierten Institutionen sind. Da gibt es auch Kritik dran. Und das ist so ganz stark dieses so, okay, sag die Wahrheit, weil viele der Regierungsmitarbeiter wissen, was passiert. Vor allem in großen, zum Beispiel im Umweltministerium. Ich glaube, dass die da Maßnahmen mittragen, die eigentlich ja, eher in so ein Greenwashing gehen oder eher in so ein bisschen so einer, ja, nicht dem gerecht werden, was sie eigentlich sollten. Also wirklich zu kommunizieren, okay, was für Maßnahmen sind nötig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da diese Adressierung stattfindet, auch die Anerkennung von den Möglichkeiten durch die schon etablierten Institutionen zu wirken. Ja. Du sprachst den kulturellen Wandel an. Ich würde sagen, das braucht auch immer unheimlich viel Zeit, aber diese Zeit ist uns vielleicht nicht gegeben. Das ist, glaube ich, ja gerade eine Haltung, die ihr ganz stark habt. Das ist irgendwie, die Zeit rennt extrem. Wie kann das passieren? Also, wie kann man in dieser kurzen Zeit so einen kulturellen Wandel überhaupt hinbekommen? Ich glaube, ist natürlich eine starke Strategie von Extinction Rebellion, diesen Zeitdruck erstmal überhaupt zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was generell momentan in der Gesellschaft aufkommt. Also so eine gewisse Art von Nervosität, habe ich zumindest das Gefühl, zumindest hier in der deutschen Gesellschaft. Auf Englisch sagt man Eco Anxiety oder Climate Anxiety, also so Klimaangst. Das ist natürlich auch bis dahin ein gutes Mittel, um die Notwendigkeit der Maßnahmen zu kommunizieren. Und es wird dann ja, ich will nicht sagen gefährlich, sondern ein bisschen problematisches Mittel, wenn nur darüber agiert werden soll. Also ich glaube, das muss, so eine Angst kann natürlich erstmal anfangen, irgendwie ein Umdenken einzuleiten, aber ich glaube, das muss dann aufgefangen werden von anderen Art und Weisen der vom gesellschaftlichen Zusammenhang, also Emotionen und auch Visionen von gesellschaftlicher Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass da eben dieser kulturelle Wandel, ja, ich glaube, der wird schon betrieben auf vielen Arten und Weisen. Ich glaube, es ist gar nicht so eine Sache, dass wir wissen, so, okay,
Der ist so schwierig umzusetzen oder der braucht so lange, das ist natürlich richtig, aber ich glaube, er wird schon auf ganz vielen Ebenen betrieben, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel innerhalb der letzten 10 Jahre auch innerhalb den Universitäten neue Art und Weise des Denkens entstehen, wenn irgendwie schon Möglichkeiten entwickelt werden, andere Art und Weise des Wirtschaftens zu haben und die auch schon praktiziert werden, ist irgendwie lokale zirkuläre Ökonomie-Modelle, die aber natürlich immer noch von so einem sehr starken Diskurs ja, der jetzigen Industrie und der jetzigen Lebensweise überdeckt werden, weil eben da noch starker gesellschaftlicher Hinterhalt, nicht Hinterhalt, Unterstützung hinterstehen. Und ich glaube, wenn das erstmal so klar kommuniziert wird, wer eigentlich wo rein Geld gibt und was für Narrative bleiben dadurch aufrecht, also das ganze Konsumverhalten und das irgendwie anfängt, da dran rumzuschrauben und neue Art und Weisen des Handelns zu etablieren, dann kann das, glaube ich, schneller gehen, als man denkt. Im Moment ist ja XR vor allem für die Aktion bekannt. Gibt es da Überlegungen, das sozusagen auszuweiten oder sich auf solchen Feldern zu betätigen? Das ist natürlich unterschiedlich. Manche sind sehr stark in der Aktion, also aus einem aktivistischen Hintergrund und wollen da weiterarbeiten. Das ist natürlich auch eine sehr vielschichtige Bewegung. Es gibt den ganzen Zweig der regenerativen Kultur. Das heißt, dass innerhalb von Extinction Rebellion eben dieser kulturelle Wandel aufgegriffen wird und nicht nur innerhalb den Strukturen der Bewegung da versucht wird, regenerativ zu arbeiten, das heißt nicht in diese starke Druck- und Burnout-Gesellschaft reinzurutschen. Aber ein anderer Zweig, was zum Beispiel, der glaube ich mehr in die Richtung geht, ist eben dieses Ausarbeiten von BürgerInnenversammlungen. Da wird ja auch mit anderen schon etablierteren Thinktanks oder Forschungsinstituten dran gearbeitet. Da gibt es die Politik AG, die halt da irgendwie versucht, unterschiedliche Verbindungen aufzubauen zu anderen Institutionen. Und ich glaube, da könnten Bestrebungen herrschen, das irgendwie weiter zu etablieren. Aber ich glaube, an sich ist es erstmal eine zu lose Sammelbewegung, die sich gerade eben erstmal diese Idee von dem Augenmerk auf die Notwendigkeit richten will. Also, was machen wir eigentlich gerade und was machen wir eigentlich gerade nicht, was vielleicht notwendig wäre. Und was daraus kommt, ich glaube, da werden viele Sachen können daraus sprießen, können auch nicht. Aber ich glaube, dass sich das dann, ja, das wird sich zeigen, was da für Bestrebungen daraus steigen. Ich glaube jetzt nicht, dass es parteipolitisch oder sowas Ähnliches ist, sondern eher wieder in neue Bewegungen sich aufspaltet oder mit unterschiedlichen Fokus, weil es natürlich gerade eben einen großen Weitflächenfokus hat. In welcher Beziehung sollen diese BürgerInnenversammlungen zum bestehenden Parlamentarismus und zur repräsentativen Demokratie stehen? Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage und immer sehr wichtig, dass es klar kommuniziert wird, weil auch jetzt, da jetzt diese Woche die Rebellion Wave oder die ja, Rebellionswochen überall auf dem Planeten begonnen haben, mit unterschiedlichen Aktionen. Und das deutsche Medienecho, ja, ich denke eher positiv, aber auch mit Kritik, auch teilweise legitimierte Kritik an der Bewegung war. Was ja erstmal kein schlechtes Ding ist. Also ich ziehe da jetzt auch nicht irgendwie ein Fazit zur Stimmungsmache oder sowas. Das habe ich bis jetzt nicht wirklich erfahren, außer Einzelbeispiele. Aber ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, dass die BürgerInnenversammlung, wie gesagt, ein demokratisches Korrektiv ist. Das heißt, auch ein demokratisches Korrektiv, das schon erprobt ist und nichts Neues ist, das auch schon in der ja, Tradition der Demokratietheorie und wenn man es politikwissenschaftlich betrachten will, noch historisch oft angewandt wurde. Und auch in Deutschland als regionale Planungszentren auf regionaler Ebene und lokalpolitischer Ebene schon eingesetzt wird, da eben den direkten Bezug zur Bevölkerung wieder aufzustellen. Und es ist erstmal ein Werkzeug, das Arbeitsvorschläge ausarbeiten soll. Man muss sich das so vorstellen, dass eine repräsentative Zusammensetzung der Bevölkerung dargestellt werden soll.
was zum Beispiel es in den Parlamenten nicht gibt. Das ist ein Teil der repräsentativen Demokratie, der so hingenommen wird, dass eben Berufspolitiker, die in den Parlamenten sind, vor allem halt auf nationaler Ebene im Bundestag, sehr oft hohen Bildungsstand haben. Und da eigentlich gar nicht so wie die Bevölkerung so repräsentiert, wie sie aufgebaut sind, wenn man zum Beispiel Frauenanteil schaut oder Nicht-Akademiker-Anteile oder Personen mit Migrationshintergrund oder die unterschiedliche Schichtung der Gesellschaft einkommensmäßig. Und das soll eine BürgerInnenversammlung eigentlich ja, korrigieren, dadurch, dass es eine repräsentative, man muss sich vorstellen, wie bei einer Studie. Das heißt, es werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, da werden Leute per Losverfahren eingeladen, an diesen BürgerInnenversammlungen teilzunehmen. Man muss nicht, man kann das auch wieder abgeben. Und zwar zu spezifischen Themen. Das heißt zum Beispiel zum Kohleausstieg. Die Kohlekommission wird ja gewiss gerne manchmal so da reingetan, aber es war nicht repräsentativ, weil viel zu viele Vertreter aus der Wirtschaft da waren und eben schon etablierte Strukturen. Ob es jetzt auch für zum Beispiel große der BND oder Greenpeace da drin saßen. Nein, man will, dass da wirklich Leute aus der Bevölkerung hinkommen, die dann von Expertengremien beraten werden, zu unterschiedlichen, ganz verschiedenen Aspekten, die bezogen auf dieses Thema zum Beispiel Kohleausstieg oder zum Beispiel Klimaneutralität oder CO2-Neutralität Vorschläge erarbeiten werden sollen. Und da spalten sich ein wenig die Geister, entweder sehr klar schon bindende Vorschläge machen sollen, die dann die Regierung umsetzen soll, oder Vorschläge, die einfach dann im Parlament abgestimmt werden können. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Forderungen. Will man das jetzt ganz klar bindend haben? Ich persönlich weiß noch nicht, habe da noch nicht so wirklich meine Art und Weise, wie klar das strukturiert sein soll. Da möchte ich mich auch weiterhin mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, sind diese BürgerInnenversammlungen eben ein gutes Werkzeug, um eben ja, politische oder gesellschaftspolitische Streitthemen anzugehen. Es gibt das Beispiel aus Irland, wo das Abtreibungsgesetz über eine BürgerInnenversammlung beschlossen wird, in einem katholisch eher konservativ geprägten Land, die aber insofern Entscheidungen treffen, weil sie eben nicht an die Zyklen von Wiederwahlen gebunden sind. Sie sind nicht mit Interessenverbänden verstrickt. Das kann natürlich sein, muss aber nicht. Und das ganz klar ist, dass man wird als eine Person in der BürgerInnenversammlung für ein Thema ausgewählt. Das heißt danach, man macht jetzt nicht, es gibt nicht dieses so politische Verhandlung. Das heißt, ich wähle jetzt in dieser BürgerInnenversammlung dafür, damit ich für die nächste deine Stimme bekomme. Das wird natürlich alles umgangen und da können natürlich dann Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht so nicht getroffen werden, weil PolitikerInnen sich damit ins eigene Knie schießen. Das heißt, nicht wiedergewählt werden, weil sie zum Beispiel aus einem Bezirk kommen oder Wahlkreis, wo die Automobilindustrie sehr stark ist. Da wird man sich zweimal überlegen, ob man gegen das Verbot von oder für das Verbot von Verbrennungsmotoren stimmt, wenn der größte Arbeitgeber ein Automobilzulieferer ist. Genau. Und das ist natürlich so eine Art und Weise da, die Demokratie zu ergänzen, auch nicht die parlamentarische Rechtsgebung, auch nicht die Gewaltenteilung aufzuheben, was gerne so interpretiert und ausgelegt wird. Nein, es ist eine Art und Weise, den jetzigen eigentlich undemokratischen Tendenzen im Parlamentarismus entgegenzuwirken. Auf demokratische Art und Weise. Du sagst ja selbst, vieles ist noch nicht so ganz sozusagen fertig entwickelt, es ist im Fluss, es entsteht gerade erst. Was wäre jetzt deine Hoffnung, was aktuell von der Politik übernommen werden könnte oder wie sollte sie reagieren auf die verschiedenen Forderungen, die im Raum stehen, die aber ja, wie du selber sagst, noch nicht immer auch zu Ende geplant oder konzeptioniert sind? Also ich glaube, die ersten beiden Forderungen können ganz klar umgesetzt werden. Also da gibt es eigentlich alle drei. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt eins nach dem anderen, das ist die erste Forderung, eine öffentliche Kampagne, eine Informationskampagne zu starten. Das ist ja, natürlich muss das ausgearbeitet werden und da muss auch abgewogen werden. Das muss natürlich gegen so eine, was gerne so dann vom konservativen oder rechten Rand kommt, so eine Panikmache und Alarmismus. Das darf natürlich nicht passieren, aber man muss ganz klar die Fakten sprechen, was wirklich momentane Einschätzung
nicht nur vom IPCC, also dem Weltklimarat, sondern auch von den, zum Beispiel in Potsdam, vom Klimaforschungsinstitut, was da wirklich momentan die Lage ist und dass wir unter den jetzigen Vorkehrungen auf eine Erwärmung von 4 bis 5 Grad zu stellen. Und das desaströse Folgen hat. Auch noch innerhalb unserer eigenen Lebenszeit, auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Und ich glaube, wenn das erstmal ganz klar kommuniziert wird, dann werden ganz andere Tendenzen aufkommen. Auch von der Stimmung innerhalb der Gesellschaft. Wie geht eine Gesellschaft, eine vierschichtige Gesellschaft dann damit um? Das sind natürlich schwierige Prozesse, aber ich glaube, es ist absolut wert, diese Prozesse und auch Vertrauen in die Bevölkerung, in die demokratischen Prozesse zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dann nicht diese Idee, so wir müssen die Wahrheit zurückhalten, oder was zum Beispiel auch als Kritik an die Fridays for Futures kam, so nee, Klimaschutz ist was für Profis, um Christian Lindner da zu zitieren, ist ja natürlich so eine Art und Weise von einem gewissen Elitarismus. Und auch die Klimaneutralität, dass die nicht auf 2050 auf die lange Bank geschoben wird, sondern ob es jetzt 2025 ist, ich persönlich weiß nicht genau, ob das so real ist. Ich trete natürlich ein, und das natürlich auch diskursiv gesehen. Man kommt mit Forderungen rein, um eben jetzige Forderungen zu kontrastieren oder jetzige Art und Weisen des Denkens zu kontrastieren. Ja, 2050 machen wir es, ja, nee, wir müssen 2025 raus. Und dann entsteht natürlich eine Debatte und dann kommt vielleicht wieder so, okay, was sind mögliche, wie können wir wirklich Klimaneutralität viel schneller erreichen? Und dann kommen natürlich wieder ganz andere Art und Weisen des Denkens auf, Lösungsvorschläge werden realer, werden ausgearbeitet. Das ist natürlich auch ein diskursives Spiel damit mit Forderungen zu hantieren. Und BürgerInnenversammlung, ich glaube, da es schon Erfahrung damit gibt, vor allem von zum Beispiel irgendwie Vorstand vom Städtebund, also von den ganzen bundesrepublikanischen Städten, die haben damit schon Erfahrung. Und ich glaube, wenn da, und es gibt auch viele Institutionen und Thinktanks und Forschungsinstitute, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist was, da kann man schnell ein Komitee einrichten, die sich damit beschäftigen und dann ja, innerhalb von einem Jahr oder ähnlichem Zeitraum ein durchsetzbares Konzept vorlegen. Ich glaube, alle drei Forderungen sind aufgreifbar und realisierbar. Und ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass sich innerhalb der Bewegung auch so da ja, ganz offen darüber kommuniziert werden, so ja, wir haben auch nicht die Lösung. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht zu sagen, wir als Bewegung haben den einen Schlüssel gefunden. Und das wird ja auch gerne der Bewegung ein bisschen oder Klimabewegung generell ein bisschen angehört. So ja, was sind denn die Lösungen? Ja, es ist erstmal das demokratische Recht und auch die Wichtigkeit von zivilgesellschaftlichen Prozessen, die jetzigen gegenwärtigen Tendenzen zu kontrastieren, zu negieren, also zu sagen, so geht's nicht, und dann wieder alle einzuziehen. Und ich glaube, da ist auch dann ein sehr demokratischer Prozess notwendig. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil einer Demokratie, einer etablierten Demokratie, weil da eben viele Stimmen, die Vielschichtigkeit der Stimmen, was natürlich ein langer Prozess ist, aber auch mit vielschichtigen Lösungsargumenten kommen. Und das ist dann wieder der schon altbekannte Wettstreit der Ideen, dass dann da drin ausgearbeitet werden kann, was geht. Wenn wir jetzt sagen würden, so, okay, das ist, was wir wollen, dann ist es, glaube ich, so ein Ding, so diese Art und Weise der Gesellschaft wollen wir. Nein, wir wollen, dass die Gesellschaft sich mit der Realität auseinandersetzt und über die demokratischen Gegebenheiten und den Korrektiven sich damit wirklich auseinandersetzt und nicht scheinheilig. Wurmt es dich in diesem Zusammenhang, dass ihr jetzt genau so differenziert und so offen gerade nicht wahrgenommen werdet? Und hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte oder wie man darauf reagieren müsste? Ja, also natürlich wurmt mich das. Es ist so, es ist natürlich auch ein politisches Spiel. So, da wird natürlich auch gern vereinfacht. Da wird natürlich auch gern, auch aus linken Kreisen gesagt, so, ihr differenziert euch nicht genug. Und da wird natürlich eine Bewegung als geschlossen wahrgenommen. Was natürlich erstmal wichtig ist, man muss geschlossen hinter was stehen, man muss ein geschlossenes Bild bilden, aber innerhalb gibt es ja super viele Differenzen, das ist wichtig. Und ich glaube, dass man das, ich glaube, als Bewegung auf öffentlicher Macht ist super wichtig. Das gibt zum Beispiel so die Tendenzen innerhalb von Deutschland. Ich bin jetzt in der Ortsgruppe Berlin, da auch die Tendenzen, Berlin aufzuteilen in unterschiedliche Bezirke, dass die sich auch gegenseitig wieder
in ihren Unterschieden immer wieder austauschen. Und dass da zum Beispiel Extinction Rebellion Deutschland auch besteht aus vielleicht ein bisschen linkerem Berlin oder ein bisschen linkerem Köln und vielleicht ein bisschen konservativ geprägteren Norden, Hamburg oder Heidelberg oder sowas. Und ich glaube, das klar zu machen ist wichtig. Natürlich muss man da so ein bisschen schauen, so, okay, man darf es jetzt nicht zu sehr ausdifferenzieren, aber einfach so zeigen, okay, es gibt Differenzen und wir reden da auch ganz offen drüber, was stattfindet, was mehr stattfinden sollte, auch meiner persönlich, und dafür stehe ich auch ein, also dafür will ich auch weiter da drin bleiben, eben diese Differenzen stärker zu markieren, aber für nicht um des Differenzierungswillen, sondern für eine öffentliche Auseinandersetzung damit. Und ja, sowas muss man natürlich auch in Öffentlichkeitsarbeiten ganz klar machen, also Pressesprecher könnten darüber reden. Natürlich von der Medienseite will natürlich immer so, okay, wo steht ihr als Bewegung, was seid ihr? Und darauf wird dann natürlich immer ein bisschen reagiert, aber ich glaube, da ein bisschen so die Tendenzen klar zu machen, ist wichtig. Ja. Okay, vielen Dank.